Viertes Spiel auf dem Center Court bei den Gary Weber Open 2012. Milos Raonic, der Kanadier, gegen den Deutschen Philipp Petschner. Wir steigen ein beim Spielstand 1-1, 15-0 für den Kanadier, der mit seinem Aufschlag schon das erste Spiel beherrschte und auch dieses Spiel klar und deutlich die Vorteile in seinem ersten und zweiten Service hat. 30-0. Der Kanadier, der zurzeit auf Platz 22 der ATP steht, macht hier den Winning Point mit 142 km/h. 2-1 Raonic, Aufschlag Petschner, 30-40. Und hier sehen wir die beiden, die geben sich gar nichts. Auch dieser Aufschlag eine Granate und damit 2-2 im ersten Satz. Und das kann man jetzt schon vorwegnehmen, ein ausgeglichenes Spiel. Hier sieht man es nochmal, super platziert. Und keine wirkliche Chance für den Kanadier, diesen Ball zu platzieren. Zwei beide, 40-15. Und mit einem Ass beendet Raonic dieses fünfte Spiel im ersten Satz. Da sieht man auch hier wieder, beide Spieler geben sich nichts. Ohne den Aufschlag funktioniert es nicht. Mit dem Aufschlag sind sie weit vorne. Ausgeglichenes Spiel. Vier beide, 30-15 auf dem Center Court. Und hier sieht man mal, wenn es mal nicht klappt mit dem Surf-and-Volley-Spiel, dann sind auch die Schläge Longline eine große Stärke. Mit viel Wucht geschlagen, der groß aufgeschossene Kanadier. Hier sieht man es, geht voll mit der beidhändigen Rückhand in diesen Ball, der Longline den Punktgewinn bringt. Mit einem Ass beendet er dann standesgemäß sein Spiel 5-4 im ersten Satz und bis hierhin sehr ausgeglichen, keine Vorteile für den einen oder für den anderen. Aber dann kommt das nächste Aufschlagspiel von Philipp Petschner und er liegt zurück 15-40. Da versucht er den Kanadier übers Feld zu treiben und mit diesem Vorhandfehler verabschiedet er den ersten Satz und er geht 6-4 an den Kanadier. Im letzten Jahr stand ja Philipp Petschner im Finale und musste dort verletzungsbedingt traurig aufgeben. Er hat sich viel vorgenommen in diesem Jahr. Zweiter Satz, wie der erste Satz, sehr ausgeglichen, 3-3. Und hier sieht man, gefühlvolle Bälle gehören auch dazu, wenn der Aufschlag schon granatenhart ins Spiel kommt. Das verflixte siebte Spiel beim Tennis gewinnt Raonic. Ist das tatsächlich der Vorbote für den Satzgewinn? Hier sieht man nochmal, da kommt Philipp Petschner noch an den Aufschlag dran, ist dann aber machtlos. Vier beide, 30-0, Raonic. Und in diesem Fall sehen wir mal einen der etwas längeren Ballwechsel. Auch die gab es, sehr vereinzelt. Und Philipp Petschner ist hier völlig wütend über diese Rückhand, die er völlig verzieht. Schmeißt den Schläger durch die Gegend. Er hat sich so viel vorgenommen für diese Gary Weber Open. Er will weit nach vorne kommen und zeigen, dass er doch auch im Finale gewinnen kann, wenn er denn fit ist. Aber mit dieser Rückhand gab es keine Chance. Ausgeglichenes Spiel, Ass, ich weiß es nicht, Nummer 15 oder 16, Nummer 13 war es, genau für den Kanadier. Und so kommt es zum Tiebreak und im Tiebreak beendet dann Milos Raonic dieses Spiel natürlich mit einem Ass. 7-5, 7-6, ausgeglichenes Spiel, glücklicher Sieger bleibt am Ende der Kanadier. Philipp Petschner bleibt uns natürlich erhalten im Doppel. Milos Raonic, eine Runde weiter.